Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Trans Road USA mit mir, dem Marc. Ich habe was vergessen. Ich muss kurz aufstehen. Oder habe ich es vergessen? Habe ich es vergessen? Nein, habe ich nicht vergessen. Logisch, aber können wir das machen? Wir waren letztes Mal stehen geblieben bei unseren LKWs, weil wir ja... Irgendeiner hat gekündigt und die müssen wir halt wieder on the road bringen. Warum steht die denn da? Stehen die, wohin fahren die denn? Keine Ahnung. Ja, wir müssen jetzt neue Aufträge verteilen, was wohl irgendwie funktionieren sollte, wenn... Alter. Dieses Rumgeklicke hier funktioniert. Jetzt haben wir hinten noch einen. War zu weit. Aber wir brauchen ein bisschen neue Aufträge, müssen ja Geld verdienen. Obwohl, was ich aktuell nur sehe, ist irgendwie... Ist uns wahrscheinlich wohl bald ein paar neue LKWs zu legen. Denn... Bei diesen Tank-LKWs brauchen wir noch ein paar. Weil wir aktuell ja... Problems haben. Weil wir ja... So, was wollte ich denn machen? Wir waren hier stehen geblieben bei... Ach genau. Wo parken die denn jetzt alle? Die parken jetzt... Wir fahren jetzt alle hier hin, oder? Wir brauchen jetzt ja ein bisschen neue Aufträge. Die müssen wir irgendwie ein bisschen on Tour halten. Aber sieht schlecht aus. Also sieht schlecht aus. Im Sinne von, sieht schlecht aus. Sieht scheiße aus. Ich will nämlich große Aufträge. Ich glaube, den da kriegen wir nicht nochmal. Und der hat ja doch gut. Was haben wir hier? Chicago irgendwas Gutes? Naja. 20 Fahrten, 20 Fahrten, 20 Fahrten, 20 Fahrten. Ist halt so ein bisschen auftragstechnisch gerade wieder ein bisschen schwer, was das angeht. Aber das beleben wir. Müssen jetzt mal gucken, wir sind jetzt auch ein paar Minuten vergangen seit der letzten Aufnahme. Gerade dabei unsere Homepage angefangen. Aber man muss ja auch mal ein bisschen weiter aufnehmen. Man kann ja nicht nur den ganzen Tag an der Homepage basteln, was auch, was wir gleich noch machen müssen oder werden. Wir werden zumindest gleich anfangen. Alle drauf. So, inaktiv. Wartung. Oh. Die fahren jetzt nach hier hin. Her? Ich guck gerade noch ein bisschen, weil wegen Wartung und so. Muss ja alle Scheine Ordnung haben. Rausscrollen, weitermachen. Was haben wir? Was müssen wir ganz kurz gucken? Aufträge. Ach, hätten wir auch eigentlich, wenn wir schon schlechte Aufträge kriegen oder einfach schlechte Bezahlung, hätten wir auch grundsätzlich unsere Dings weitermachen können. Alex, danke für die Sprachnemo. Gerade schlecht. So, Annapolis, die stehen hier. Stehen jetzt gleich alle hier. Ich habe vier Fahrzeuge, oder? Ja, ich habe drei. Und alle eine Gefahrgutlizenz. Da. Hat sich doch schon gelohnt, da jetzt zu investieren, neue Mitarbeiter einzustellen. Habe ich denn? Ich habe 6, 6, 6, 6. Habe ich denn irgendwo noch... Ja, Depot kaufen. Im August ist das logisch, dass ich da keine Leute mehr einstellen kann, ist ja klar. Raus da, Augusta. Warum ist halt alles voll bei mir aktuell? Ich kann halt aktuell mir keine LKWs neu kaufen, weil ich halt aktuell keine Depots mir leisten kann. Oder leisten schon, aber halt nicht im Sinne von, ich kann es mir aktuell nicht, weil wir halt unser HQ hier, das da müssten wir noch machen. Da fehlen uns halt noch 2 Millionen für so grundsätzlich.
Aber die hätte ich auch ganz gerne. So. Die stehen in August, da stehen sie doch gut. Hoffe ich. So, Aufträge. Nix wert. Nix wert hier. Ich nicht gerade 50 kommen und fahrt da weiter und nervt mich einfach nicht. Ist halt wieder so, wir müssen halt gucken, dass wir halt auf Dauer vielleicht ein bisschen, vor allem jetzt auch eine höhere, die neue Konzession noch uns kaufen, also die Autoanhänger-Konzession. Ich will aber erst noch drei oder vier davon haben, dass das auch was bringt, denn was bringt mir das, wenn ich die nicht habe? Oder ich sollte sie zumindest haben, damit das halt auch Sinn macht. Die brauchen das nicht. Brauchen die noch was? 5 Fahrten, 15 Fahrten, Alter. Alter, das wäre Megasonne. Das auch. Also brauchen auf jeden Fall müssen auf unbedingt jetzt auf 2 Millionchen kommen. Dass wir halt unser dieses neue Tier da freischalten. Um halt auf Dauer weiter expandieren zu können. Die müssen jetzt ja alle in die Wartung. Ist doch zum Kürzen. Ja, aktuell kam halt immer noch kein weiteres Update zur Instandsetzung oder zum Autowartung, automatisches Warten, meine Kacke. Das gab es leider immer noch nicht. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung. So. So, kurz gucken. Habe ich irgendwas in Apolis? Xing Shang Shongyong. Das da. Ja, sag ich doch. Kommen jetzt ja alle Reihe nach an. Dann können wir auch gucken, dass wir die halt alle jetzt versorgen. Mit Aufträgen kommen. 200.000 kriegen wir jetzt noch zusammen, bevor die nächste Abrechnung kommt. Ich will 2 Millionen. Komm. 2 Millionen. Das kann jetzt nicht so schwer sein. Yes! Da 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 da. Rang aufgeschrieben. Tycoon. Plus 10 Büros und ein Anhängerkonzession. Bestätigen. Ich bin jetzt Tycoon. Das kann ich jetzt noch. Kann ich noch irgendwas Geiles machen? Außer Tycoon sein? Ich bin jetzt Tycoon. Tatsächlich könnte ich mir jetzt sagen, komm. Wo stehen hier? New York City. Ne, halt, die lassen wir jetzt weiter durchlaufen, weil... Ich muss jetzt erstmal gucken, ich will mir jetzt irgendwie... Irgendwo muss ich jetzt erstmal mir noch ein Depot kaufen. Oh. Hier schon mal nett. Als Depot sie schon vergeben sind. Ist doch zum Kotzen. Alter, was für eine Straße. Warum mache ich das eigentlich wieder mit der Maus? Bin doch doof. Kann ich auch nicht. Nicht da. Nein, da gibt es keins. Da habe ich schon. Da gibt es auch keins mehr. Hier ist auch ein Depot von mir. Was ist das denn für? Das hat Lexia so, ja. Ich weiß, was es ist. Ich kann gar keine Depots mehr kaufen, weil es keine mehr gibt. Das ist doof. Kann ich mir nicht irgendwo einfach in einer Pampa irgendeinen Platz kaufen? Für eine Mille? Und da einfach Dings drauf klatschen? Reicht das nicht auch?
Oder ich muss jetzt halt gucken, dass ich halt meine Solos austausche. Also im Sinne von, ich kaufe mir oder ich werde jetzt, was habe ich denn da? 6 Zölle, da kann ja der da drauf. Also das heißt jetzt, wenn die da, das da fertig ist, davon ein oder zwei nehmen und da halt die verkaufen und darauf dann halt Solos packen. Also, oder halt Kühler. Dings drauf packen. Das müsste man dann halt mal gucken, ob das geht. Oder gehen wir das auf jeden Fall? Ist halt nur eine Frage der Kosten. Aber Kosten geht auch. Wir haben 2 Millionen auf dem Konto. Das sollte jetzt, glaube ich, nicht das Schwierigste sein, das jetzt gleich umzusetzen. Weil wir irgendwo müssen wir aktuell die ganzen Leute unterkriegen. Oder nicht Leute, aber halt uns halt expandieren, um das Deutsch besser auszudrücken. Einzig Schöne ist, die Dinger. Oh, da kommt der erste, das Opa. Da kommen die nächsten. Jetzt kommen sie alle. Aber das heißt, ich muss halt warten, bis sie drin stehen. Pause. So. Oh, das ist. Oh, da hätte ich sogar zwei Fahrer. Auch jetzt drei große. Wo stehen die denn jetzt überhaupt? So, die stehen jetzt. Hier müssten die stehen. Obwohl ich muss ja eh drei neue LKWs kaufen. Hat halt nicht das, was ich gerne hätte. Ich brauche halt. Oh, das geht. Der geht auf jeden Fall. Und der geht auch. Wo hätte ich schon mal zwei? Einmal. Zweimal. Scroll, 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 scroll. Zwei. Brauche ich halt noch einen LKW und noch so was. Ah, da, was da? 1000 Meilen. Ja, wo ist dahin? Brauche ich halt noch einen Anhänger. Und einen neuen Mitarbeiter. Dann brauche ich jetzt ja dann Tankefahrgut. Tankanhänger. Tankanhänger Gefahrgut. Eingestellt. Ja, wir haben neue Mitarbeiter. Und das überholt fallen halt Späne. Späne, Späne. Sicher. So, was kriegen wir denn hier Schönes? Ich habe 3, 4, 5, 6, 7, 8 habe ich nur noch. Doof, aber gut. Der und der. Ich habe jetzt drei. Ich habe jetzt sechs Dingsbumsfahrer. Das ist doch schon mal schön. Anhalten. Aufgaben. Wo sind die dann alles? Was ist denn? Was ist denn?
Denver, New Orleans, New City, Portland. Obwohl, ich muss eigentlich nur gucken, ob ich irgendwo das da kriege. Hier schon mal nicht. Da vielleicht. Gut, aber ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Trans Rules. Ah, bis dann. Danke. Ciao.